So, das hier machen wir jetzt mal weg. Das ist der User, den ich angelegt habe. Nein, das ist nicht der User, den ich angelegt habe. Das ist der User, den ich angelegt habe. Wir wollen keinen Workspace haben, weil wir haben noch keinen. Wir wollen ihn gleich anlegen. Das ist also der normale Start, also der erste. Nur den Usernamen angeben. Passwort wird jetzt abgefragt. Das erste Mal richtig. Wow. Das ist die Depot-Ansicht, das ist also das, was auf dem Server ist. Da muss man sich dran gewöhnen. Depot ist immer das, was auf dem Server ist. Und Depot ist in der Datenbank. Da kann ich erstmal nichts mitmachen, oder da sollte ich erstmal nichts mitmachen. Das ist leer. Theoretisch kann man da reingucken. Depot interessiert uns erstmal nicht. Wir interessieren uns immer nur für die entsprechend anderen Depots. So, was wir machen wollen, ist ein Workspace. Ein Workspace ist eine Arbeitsumgebung, in der halt einige Daten von der Konfiguration her drin stehen und die sind halt wichtig. Und die Installation ist an der Stelle auch sehr wichtig, wie man wo was hinlegt. Erster Schritt, wenn man das hier hat, ist, ich möchte einen neuen Workspace anlegen. Workspaces werden immer User- und Rechner bezogen mit einer entsprechenden ID noch angelegt. Das heißt, das sollte man tunlichst nicht ändern. Was man ändern kann, ist die Nummer. Ich mache die Nummer meistens so für mich, weil ich davon ja mehrere Server habe, damit ich weiß, auf welchem Server dieser User gerade liegt. Und man sollte für Unreal-Projekte darauf achten, dass der Pfad so kurz wie irgendwie möglich ist. Bei langen Usernamen oder langen Rechnernamen ist das natürlich irgendwann schwierig, aber zumindest kann man den Pfad zu dem Perforce, und man sollte das schon gruppieren, also so empfehle ich das, dass man Perforce-Projekte in einem Perforce-Ordner hat. Es können dann nämlich mehrere Workspaces für verschiedene User eventuell sein oder verschiedene Usernamen auf verschiedenen Rechnern, und dann hat man in diesen Verzeichnissen wiederum Verzeichnisse für die verschiedenen Projekte. Das sieht dann ungefähr so aus. Also das ist ein User LZ auf dem Rechner Gollum mit der 151. In diesem Fall ist das halt Server, ein anderer User. Ungefähr das wird jetzt hier auch passieren. Was wir jetzt hier noch machen, ist, wir können hier die Ansicht wechseln, weil wir wollen das hier weg haben. Wenn ich die Ansicht wechsle, habe ich eine andere Art von Darstellung. Meistens ist die hier etwas einfacher zu handeln, vor allen Dingen mit dem, was wir machen wollen. Wir wollen das hier einfach löschen. Und der nächste Schritt ist jetzt okay. So, Added Files to Server. Das ist für mich immer so die kritische oder der kritische Punkt, wenn man schon Daten hat. Wir haben aber keine Daten. Von daher sage ich einfach nur Next. Man kommt an diesem Dialog nie wieder dran. Bedauerlicherweise. Ich habe es auch noch nie geschafft, das irgendwie zu umgehen. Diesen Dialog zeigen die einem in den entsprechenden Videotutorials auch immer. Das ist eigentlich zum Importieren aus einem anderen Verzeichnis. Click the browse to browse the file. Want to add also drag from Explorer. Das wollen wir nicht, aber wir können auch nicht okay drücken. Also müssen wir irgendwas machen. Ja, der Vorgang ist für mich meistens nur, weil ich die Projekte für euch anlege. Von daher braucht ihr euch an dieser Stelle eigentlich nicht drum zu kümmern. Wenn ich jetzt den Ordner aussuche, man kann sehen, bei mir sieht es ein bisschen krautiger aus. Dann suche ich mir den und wir haben jetzt den 154. Und worauf ich jetzt achten muss, ist, okay, kann ich mir gerade noch merken, SPE Gruppe 4. Und was ich auch mache. Oh. Böse Falle. Böse Falle. Falscher Rechner. Kann euch nicht passieren. Ihr habt keine virtuellen Maschinen. Okay, und wir legen hier ein.
Dokument an. Na. Okay. So, das Problem ist nämlich, wenn man die Verzeichnisstruktur nicht korrekt einhält, jetzt hat er alles gemacht, er war zufrieden, weil ich habe den richtigen Namen gewählt. Dieser Name entspricht dem Depotnamen. Und daher muss man diese Verzeichnisstruktur peinlichst einhalten. Alles, was nicht in einem Ordner ist, der SPE 4, Gruppe 4 heißt, wird nicht akzeptiert. Dann kommt hier unten eine Fehlermeldung, File not in view. Also es geht immer darum, den Workspace-Namen zu haben und dann den Depotnamen. Was man machen kann, wenn man mehrere Depots hat, wenn man mehrere Projekte hat, ich kann das mal mit dem Depot hier zeigen, kann man sagen, rechte Maustaste, Map to Workspace View. Dann kann man sehen, ändert er diese Einstellung. Da fasse ich nichts an. Sage einfach nur OK, Get Latest von mir aus, weil da ist nichts drin. Wechselt wieder in den Workspace. Ist im Moment noch nichts passiert. Sage ich Refresh. Ist auch nichts passiert, weil in dem Depot ist nichts drin. Was ich jetzt aber machen kann, ich weiß ja, das Ding heißt Depot. Ich lege den Ordner an, Depot, und kann da auch mal diese leere Datei reinkopieren. Und wenn ich jetzt hier Refresh mache, und man muss immer refreshen, weil sonst akzeptiert er das nicht. No Files. Ja, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Habe ich mich verschrieben? Nee, eigentlich nicht. So, ich war im falschen, in der falschen View. Auf dem Server ist ja noch nichts. Ich habe das Depot ja noch nicht gefüllt. Das hier hat er eben automatisch gefüllt, weil wir den Prozess der Initialisierung durchlaufen sind. Das Depot habe ich jetzt manuell gemacht. Das heißt, hier ist das Depot jetzt endlich aufgekreuzt, weil er hat hier eine Datei gefunden und den Ordner vor allen Dingen. Dadurch ist die Datei jetzt da. Die Datei ist aber immer noch nur lokal. Die ist noch nicht auf dem Server. Das kann ich hier halt testen. Hier kann ich auch sehen, welchen Zustand und welche Version das Ding hat. So, jetzt kann ich diese Datei hinzufügen. Das ist eine Changelist. Alle Änderungen werden in eine Datei geschrieben oder in eine Liste und wird dann abgearbeitet. Das heißt, das wird erstmal nur gemerkt, okay, es hat sich was verändert. Das ist so ähnlich wie ein Add bei Git. Im Prinzip merkt er sich das ja auch nur und erst wenn man das Push macht, dann arbeitet er alle Ads ab und pusht die dann tatsächlich auf dem Server. Hier funktioniert das ähnlich, man macht es nur über ein Submit und nicht über ein Push und Pull. Init README, ganz toller Text, aber Hauptsache steht was drin. Und das ist jetzt der Submit, erste Version. Ist auch die gleiche Version, die hier lokal ist. Daran kann man auch immer sehen, ob auf dem Server eine neuere Version ist wie auf dem Client. Wichtig ist, ohne Refresh läuft nichts. Das heißt, wenn ich das Ding geöffnet habe, kann sein, dass sich hier nichts geändert hat. Oder wenn ich hier jetzt noch eine Datei anlege, kann man sehen, hier hat sich nichts getan. Der aktualisiert nicht automatisch. Erst wenn ich das Refresh mache, aktualisiert er den Dateibaum. Gucke ich auf Depot, da findet sich jetzt die Datei. Wenn ich den mal editiere, irgendwas reinschreibe, kann ich nicht ändern, weil Permission denied, die ist lesisch oder nein, nicht lese, die ist schreibgeschützt. Damit ich diese Datei ändern kann, muss ich sie auschecken. Checkout geht wieder in eine Liste. Die Datei ist jetzt ausgecheckt, kann man auch an diesem Haken sehen. Jetzt kann ich diese Datei ändern. Speichern, ich kann das auch mit Genie machen. Da kann man sehen, ich habe das schon geändert. Noch eine Änderung und weg. So, ich jetzt refreshe. Die Datei ist immer noch auf dem Server. Noch nicht aktualisiert, wenn ich auf dem Server gucke. Wenn ich hier gucke, müsste eigentlich
hier was ändern. Hat er jetzt noch nicht gemacht, dann ändert er das nur auf dem Server. Das kann man auch in der Hilfe sehen. Submit. Ich bin auch wieder neu. Ich habe das mehrere, ja, fast ein, zwei Jahre nicht benutzt. Submit heißt, Version ist auf dem Server, die ist immer noch nur lokal. Auf dem Server gucken, ah ja, die ist da. So, diese Datei hinzufügen, in die Liste, submitten, irgendeinen Text, submit. Und wenn ich jetzt auf dem Server gucke, dann sind auch beide da. So die Sicht, wie das dann auf dem Client aussieht, also auf einem anderen Client, wenn ein anderer Client was geändert hat, das werden wir uns in Unreal angucken. Das wird aber in einem nächsten Video erfolgen. Das sind erstmal so die ersten Schritte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.